Hallo Menschen, ich möchte heute meinen Senf zu Der Zauberberg von Thomas Mann abgeben. Das ist die alte DDR-Ausgabe meiner Großeltern, die sie mir quasi an Weihnachten vermacht haben. Und das ist ja nun ein absoluter Klassiker, das heißt, es gibt unglaublich viel an Sekundärliteratur. Das heißt, ich möchte jetzt nicht großartig eine Analyse, eine Interpretation, vielleicht einen Ansätzen liefern. Falls ihr das wollt, da gibt es einfach so viele Werke, die das schon besser gemacht haben, als ich es jetzt könnte. Und ich möchte einfach so ein bisschen von den persönlichen Eindrücken sprechen. Fangen wir mal so an. Ich habe es weitestgehend wirklich sehr gemocht, stellenweise sogar geliebt, aber muss ich auch sagen, mit Einschränkungen. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, ganz kurz so ein bisschen der Inhalt. Wir folgen dem jungen Mann Hans Castorp in ein Schweizer Sanatorium, wo er eigentlich nur so für 3 Wochen seinen Cousin Joachim besuchen will, der dort eben, wie sagt man, stationiert ist. Genau. Und wir merken recht schnell beim Lesen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass sich dort viele so bequem eingerichtet haben, dass man das Gefühl hat, sie wollen eigentlich gar nicht mehr gesund werden. Und dass auch die Ärzte nicht so großartig an sinnvollen Heilungsmöglichkeiten arbeiten. Und auch Hans wird direkt bei Ankunft gesagt, 3 Wochen, bist du dir sicher? Du bist doch auch ein bisschen krank, du bleibst bestimmt länger hier. Und naja, das Buch ist 950 Seiten lang, man kann sich also vielleicht denken, dass er nicht sofort wieder abreißt. So, was fand ich also gut an diesem Buch? Erstens, die Sprache, erstmal so ganz allgemein. Es gibt einfach so schöne, teilweise auch ausschweifende Formulierungen, die aber trotzdem wirklich sehr, sehr treffend sind. Ich habe hier zum Beispiel die beste Schnee- und Winterlandschaftsbeschreibung vermutlich jemals gelesen. Da möchte ich euch auch was draus zitieren. Das ist einfach so plastisch, aber gleichzeitig atmosphärisch beschrieben. Also, draußen war das trübe Nichts. Die Welt in grau-weiße Watte, die gegen die Scheiben drängte, in Schneequalm und Nebeldunst dicht verpackt. Unsichtbar das Gebirge. Vom nächsten Nadelholz allenfalls mit der Zeit ein wenig zu sehen. Beladen stand es, verlor sich rasch im Gebräu und dann und wann entlud eine Fichte sich ihrer Überlast, schüttelte stäubendes Weiß ins Grau. Um 10 Uhr kam die Sonne als schwach erleuchteter Rauch über ihren Berg, ein matt gespenstisches Leben, einen fahlen Schein von Sinnlichkeit in die nichtig unkenntliche Landschaft zu bringen. Doch blieb alles gelöst in geisterhafter Zartheit und Blässe, bare jeder Linie, die das Auge mit Sicherheit hätte nachzeichnen können. Bleich beschienene Schneeflächen, die hinter und übereinander aufstiegen, leiteten den Weg ins Wesenlose. Dann schwebte wohl eine erleuchtete Wolke, rauchartig, lange ohne ihre Form zu verändern, vor einer Felswand. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen, hier jetzt nicht alles zu zitieren. Ich habe mir da wirklich ellenlangen Dinge angestrichen. Zum Beispiel hier, das war kein Schneefall mehr. Es war ein Chaos von weißer Finsternis. Es ist großartig. Es klingt so, so gut. Und da habe ich mir sogar Herzchen an den Rand gemalt, weil ich so begeistert davon war, wie er hier beschreibt. Ich lese euch doch noch ganz kurz was vor, weil es so, so schön ist. Zum Beispiel das hier. Nein, diese Welt in ihrem bodenlosen Schweigen hatte nichts Wirkliches. Sie empfing den Besucher auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie nahm ihn nicht eigentlich an und auf. Sie duldete sein Eindringen, seine Gegenwart auf eine nicht geheure, für nichts gutstehende Weise. Und Gefühle des still bedrohlich Elementaren, des nicht einmal Feindseligen, vielmehr des gleichgültig Tödlichen waren es, die von ihr ausgingen. Ach, das ist schön. Schön, 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 schön. Wirklich schön. Da kann ich mich reinlegen in solche Sprache. Außerdem sind manche Dialoge, ich komme dann auch nochmal auf das Gegenteil, aber wirklich locker und natürlich geschrieben. Man hört auch die verschiedenen Protagonisten raus. Die haben so ein bisschen unterschiedliche Sprache. Und ich habe tatsächlich auch ein paar neue Wörter gelernt und vermutlich inzwischen schon wieder vergessen. Aber das ist auch eine Sache, die, also ich muss jetzt nicht in Büchern haben, aber ich finde es immer wieder auffällig, wenn es mal passiert, weil es eigentlich bei moderner Literatur total selten der Fall ist. Es ist außerdem ein gewisser Humor dabei, der manchmal eben auch für mich funktioniert hat. Und ich mag sehr diesen Sog, der sich da in dieser abgeschotteten Gesellschaft entwickelt, wo viele auch gar nicht mehr Teil der restlichen Gesellschaft sein wollen. Also es wirklich kommt viel Passivität und eingelullt werden vor, auch eine Umkehrung der Werte, so allgemein, das ist immer mal wieder. Und es ist insofern interessant, weil es innerhalb dieses Kosmos irgendwie tatsächlich Sinn ergibt, wenn man sich auch anfangs noch sowas denkt, so mit, was ist denn mit denen hier los? Hier läuft was total falsch, warum rennen die nicht bitte alle hier weg? Aber man wird beim Lesen da fast schon ein bisschen so mit hineingesogen quasi. Und es gibt auch allgemein viele Überlegungen so zur Zeit, was ein ausgefülltes Leben bedeutet. Es geht immer mal wieder um Individualismus im
im Verhältnis zur Gesellschaft, es geht um Krankheit und natürlich auch Liebe und Tod. Und das, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber das sind auch viele lange Diskussionen hier mit drin. Es gab auf jeden Fall Überlegungen, mit denen ich was anfangen konnte, die ich sehr gut fand, die sowohl gut formuliert waren, als auch inhaltlich einfach interessant erstmal. So, jetzt kommt ein bisschen das Aber. Ich versuche natürlich immer, die Erwartungshaltung nicht zu hoch schellen zu lassen. Ich kann aber halt auch nicht komplett ignorieren, dass dieses Buch, und zwar eben nicht nur zum Beispiel von der traditionellen Literaturkritik so hoch gelobt wurde, sondern zum Beispiel auch von Sophie und von Max, die beide absolut, also ja, ziemlich sehr, sehr, sehr positive Rezensionen hochgeladen haben. Die werde ich euch auch beide mal verlinken. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair dem Buch gegenüber, aber ich kann es halt auch nicht aus meinem Hinterkopf löschen, dass ich diese Meinungen mal gehört habe. Und vor allem in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass ich, also für diejenigen, die es gelesen haben, dass sich die Streitgespräche, die sich so entwickeln, sehr, sehr weit von unserem Protagonisten entfernen. Ne? Ich hatte da wirklich das Gefühl, als hätte Thomas Mann nur deswegen so zwei sich widerstreitende Nebencharaktere eingeführt, um irgendwie theoretische Diskussionen in das Buch mit reinzubringen, aber es war dann halt, ich finde, die entstanden nicht sehr natürlich. Also in der ersten Hälfte, da hat man eher so ein Mentor-Schüler-Verhältnis und da redet zwar auch der eine mehr als der andere, aber ich habe das Gefühl, das hat noch mehr mit Hans Castorp, unserem Protagonisten, zu tun. Und in der zweiten Hälfte sind die schon sehr abstrakt. Ich habe die Vermutung, dass diese Diskussionen, also neben dem Inhalt, aber auch insofern vielleicht Absicht sein könnten, weil man das Ganze ja als eine Art vertreten Bildungsroman bezeichnen könnte, denn Hans lernt auf diesem Zauberberg ja eben nichts fürs Leben. Oder zumindest, also sagen wir mal so, nicht wie im klassischen Bildungsroman oder im klassischen Bildungsweg. Natürlich lernt man vielleicht aus jeder Begegnung oder Diskussion etwas, aber es ist nicht so das, es ist nichts Handfestes und nichts, was ihn irgendwie darauf vorbereitet, was dann später noch irgendwie auf ihn wartet. Oder die Diskussionen könnten auch insofern nochmal Absicht sein, um einfach die sehr verhärteten Fronten der damaligen Zeit wiederzugeben. Aber wie gesagt, es sind 950 Seiten, vielleicht hätte man drei Diskussionen kürzen können oder so. Kurz vor Ende hat man dann auch wirklich nochmal mehrere sich ziemlich langziehende spiritistische Sitzungen. Das ist auch grundsätzlich nie so ganz meins und ich finde, es trägt auch nicht so viel zur Geschichte bei. Dafür wird auch extra nochmal so ein neuer Charakter eingeführt. War auch nicht so ganz meins. Und ich finde, dass manche Nebenfiguren wirklich nur auf eine vermeintlich witzige Eigenheit oder Besonderheit reduziert werden. Aber ich meine, klar, nicht jede Nebenfigur kann jetzt eher irgendwie nochmal 50 Seiten Hintergrundgeschichte haben. Aber das waren tatsächlich manchmal, das waren die einzigen Momente, die ich in diesem Buch vielleicht mal ein bisschen plump fand, weil man das Gefühl hat, dass die Charaktere aus nichts anderem bestehen, außer aus diesem wiederkehrenden Witz. Das Ende allerdings habe ich wieder sehr, sehr, sehr gemocht. Da kann man jetzt natürlich schwierig drüber sprechen, ohne zu spoilern. Und ich will es auch nicht, weil ich finde es eigentlich ganz schön, das Buch so für sich selbst zu entdecken. Was ich vielleicht sagen kann, es ist kein, also wirklich keine falschen Erwartungen, es ist kein Twist im modernen Sinne, aber die Atmosphäre, ja, die Stimmung schlägt schon sehr, sehr, sehr um. Und es ist gewissermaßen ein offenes Ende, aber man hat schon eine sehr, sehr starke Vermutung, was passiert. Und das Ganze hat einen sehr, sehr anderen Ton eben als der Rest des Romans und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, fand ich es sehr, sehr, sehr passend. Genau, und insofern gehe ich auf jeden Fall positiv aus diesem Roman heraus. Es ist nicht so ein großer Liebling geworden, wie, glaube ich, zum Beispiel bei Max. Ich glaube, er hat sogar, es ist so sein Lieblingsbuch für immer. Aber ich muss ihm recht geben, wow, diese Sprache, das ist, da ja, geht mir das Herz auf. Da könnte ich so viele Dinge anschreiben, oder habe ich mir auch so viele Dinge angestrichen und ich muss zugeben, ich meine, gut, wenn heutzutage ein Buch mit der Sprache veröffentlicht würde, wahrscheinlich würde es uns auch doch trotzdem irgendwie ein bisschen gestellt vorkommen, kann das sein? Also es ist ja nicht ganz natürlich so, wie wir sprechen, aber ich muss zugeben, das ist sehr beeindruckend, wie er mit Worten umgehen kann. Übrigens, eine Sache, die ich bei Wikipedia gelesen habe, wo ich mich beömmeln könnte, der Verkehrsverein von Davos, wo das, also das ganze Spiel, also das Sanatorium ist dann zwar noch ein bisschen außerhalb, aber es spielt in Davos, der bestellte dann 1936 bei Erich Kästner einen heiteren Roman über Davos, weil Thomas Manns Zauberwerk den Ort in gesundheitlicher Hinsicht in Verruf gebracht hatte. Und das, ich finde das unglaublich witzig, dass sich dann ja der Verkehrsverein so von dem Buch negativ beeinflusst gefühlt hat, dass sie sagen, nee, komm, der Erich Kästner, der muss uns jetzt hier mal raushauen, der muss mal was Witziges schreiben. Okay. Also das hat mich dann am Ende nochmal so ein bisschen amüsiert.
Ansonsten, ja, es ist natürlich ein absoluter Klassiker der deutschen Literatur. Ich denke, viele von euch haben es schon gelesen oder haben es noch im Hinterkopf. Wir können uns gerne nochmal unten austauschen. Bin ich der Meinung, jeder muss es gelesen haben? Deshalb bin ich irgendwie bei fast keinem Buch. Wenn ihr schöne Sprache zu schätzen wisst, auf jeden Fall. Ihr braucht ein bisschen einen langen Atem, weil, wie gesagt, gerade so in der zweiten Hälfte, diese Diskussionen werden etwas abstrakt, aber ich bereue es auch auf jeden Fall nicht, das gelesen zu haben. Ich kann es halt nur vielleicht nicht ganz so rein in den Himmel loben wie andere. Und was mir immer wieder auffällt, da kann jetzt dieses Buch speziell nichts dafür, aber mir gehen die Perspektiven in den meisten Klassikern eben unseres Kanons zunehmend doch ein bisschen auf die Nerven. Es ist wirklich, es ist immer so derbe eindeutig, die des weißen Mannes speziell aus der Oberschicht. Ne? Also auch hier gibt es zum Beispiel wieder die Beschreibung eines, in großen Anführungszeichen, Exoten, und auch einige Frauen werden meiner Meinung nach eher unangenehm beschrieben. Und das heißt nicht, dass ich nie wieder Klassiker lesen möchte, aber ich finde es schon sehr, sehr eindeutig, ja, aus welcher Richtung die geprägt werden. Und ich möchte es dann zumindest immer mit anderen Blickwinkeln ergänzen, weil mich dieses Einseitige inzwischen schon ganz schön stört. Wie gesagt, da kann jetzt der Zauberberg nichts dafür. Er reiht sich halt einfach nur in eine Reihe vieler Klassiker ein, die ähnliche Perspektiven haben. Und jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen weit vom Zauberberg entfernt. Das war nur noch mal so ein Anhang, den ich mitgeben möchte. Genau, lasst uns gerne unten noch ein bisschen drüber reden. Ansonsten danke ich euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.